das Loben. Und das Loben hat Defizite aus verschiedenen Perspektiven. Einige davon betreffen den Lobenden, der jemanden lobt. Und das andere betrifft den Gelobten. Was sind die jeweiligen Defizite? In Bezug auf den Lobenden, da gibt es einige Formen von Defiziten. Unter anderem kann es sein, dass er jemanden mit Dingen lobt, die er gar nicht verwirklicht hat. Ja, wie zum Beispiel, dass er über jemanden lobt, er sei sehr gottesfürchtig, er sei asketisch, also sehr hitzucht, oder er sei sehr vornehm, zurückhaltend, was das Verboten angeht. Und kann sein, dass er ihn mit Dingen lobt, die in Realität gar nicht existieren. Denn manche dieser Sachen, die kannst du nicht, das Wissen darüber kannst du nicht erlangen. Du kannst ja nur das sehen, was ein Mensch von sich preisgibt, sag ich. Und nicht das, was er zwischen hinter vier Wänden macht, das weißt du nicht. Und daher sagten einige der Salaf, wenn sie gelobt wurden, wenn jemand sie lobte, sagten sie, manche von ihnen sagten, würdest du wissen, was Allah über uns weiß, würdest du uns nicht loben. Ja. Tayyib, jedenfalls, das ist ebenfalls ein Defizit. Außerdem kann es sein, dass er übertreibt im Lob, ja? dass er einfach ein bisschen zu weit geht. Ein gewisses Maß an Lob ist manchmal zulässig. Werden wir auch gleich sehen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manche Menschen gelobt, mit manchen Dingen. Und er ist es aber auch, der gesagt hat, als jemand in seiner Anwesenheit gelobt worden ist, sagte er, qata'ta unuqa sahibik, du hast deinen Komplizen geköpft, also als er ihn gelobt hat. Was er damit meinte, das werden wir auch gleich besprechen. Aber er sagte zum Beispiel zu Al-Ashaj ibn Qais, er sagte, inna fika khuluqayni yuhibbuhumullah wa rasuluh. Du hast zwei Eigenschaften, die Allah und seinem Gesandten lieb sind. Das ist doch ein Lob, oder nicht? Das ist ein Lob. Er hat zwei vornehme, edle Eigenschaften, die Allah und seinem Gesandten lieb sind. Al-Hilmu wal-Ana. Die Milde, Sanftmütigkeit und Al-Ana. Al-Ana heißt bedachtes Handeln. Also, dass er immer bedacht handelt, nichts überstürzt. Das sind einige Defizite. Unter anderem kommt dazu, manchmal lobt man Menschen, die eigentlich getadelt werden sollten. Manchmal lobt man Menschen, die man schmähen sollte. Und man hat dann die Sache umgekehrt. In einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den er hier anführt, Inna Allah ta'ala yaghdabu idha mudiha al-fasiq. Allah ta'ala erzürnt und wütet, wenn der Fasiq gelobt wird. Wenn man einen Fasiq lobt. Der Fasiq, wisst ihr, ist Al-Fisq. Dieses Wort in der arabischen Sprache kommt aus dem Begriff, und das bedeutet eigentlich ursprünglich Al-Khuruj, etwas verlassen, aus etwas austreten. Der Fasiq ist der, der aus dem Gehorsam ins Ungehorsam austritt. Ja, das nennt man Al-Fasiq. Und hier in dem Hadith sagt er, wenn der Fasiq gelobt wird, wütet Allah, also es erzürnt ihn, dass man ihn lobt. Aber dieser Hadith, wie Al-Fattani erwähnte, ist Maudur, also hat keinen Ursprung. Ist nicht da'if, sondern hat keinen Ursprung. Muhammad ibn Tahir Al-Fattani, in seinem Buch Tadhkirat al-Mawdu'at, das ist ein Gelehrter, wenn ich mich irre, aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, einer der großen Hadith-Gelehrte im indischen Kontinent, Hind. Was den Gelobten betrifft, was gibt es hier für Defizite und Nachteile, die durch das Lob entstehen? Unter anderem kann Lob im Menschen dazu führen, dass es zur Selbstliebe führt, ja, oder zu einer Form der Hochmut und des Eitels, Selbstgefälligkeit. Und wenn der Mensch dann denkt, dass er einen bestimmten Rang erreicht hat, weil die Menschen ihn loben, das führt auch dazu, dass sich seine Taten
möglicherweise verringern, weil er denkt, ich habe es geschafft, ich bin ja angekommen. Ja? Und dann setzt er einen Gang runter, was seine Taten angeht. Das ist auch ein Defizit. Und daher, wie gesagt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er einen Mann hörte, wie er einen anderen lobte, sagte er diese Worte, قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ. Du hast damit, also mit diesem Lob, deinen Komplizen oder deinen Freund geköpft. Du hast seinen Nacken durchtrennt. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Dieser Hadith ist übrigens im Sahih. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn es unbedingt sein muss, dass du deinen Bruder loben musst, dann sag, أَحْسَبُهُ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ. Ich nehme an, dass er so ist, oder ich empfinde, dass er so ist. Aber sag das nicht in einer Form vom Aussagesatz, er ist so und so. Ja? Ich أَحْسَبُهُ كَذَا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ. Ich nehme an, dass er so ist und Allah weiß am besten Bescheid. Dass, wenn es sein muss, dass man jemanden loben muss. Na, es wird überliefert, dass Al-Hasan sagte, Umar radiallahu anhu hatte gesessen an seinem Sitzplatz, wo er für die Menschen gesessen hat. Und er hatte seine bekannte Dirra bei sich. Dirra ist diese Peitsche, die Umar radiallahu anhu bei sich hatte. Jedenfalls kam dann Al-Jarud. Al-Jarud kam angelaufen und da sagte ein Mann, Hada Sayyidu Rabi'a. Das ist der Sayyid von Rabi'a. Rabi'a ist ein großer Stamm, ein Mutterstamm der Araber. Also ich meine Mutterstamm, aus diesem entstehen mehrere kleine Stämme. Und das Wort As-Sayyid, es gibt kein größeres Lob als das Wort As-Sayyid. As-Sayyid heißt also, du bist ihnen allen überlegen. Ja, du bist sozusagen der erste Mann, das Haupt dieser Gruppe. Und deswegen sagte, als ein Mann zum Propheten sagte, Anta Sayyiduna wabnu Sayyidina wa Khairuna wabnu Khairina, du bist unser Sayyid und du bist der Sohn unseres Sayyids und du bist der Beste unter uns und der Sohn des Besten unter uns. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O ihr Menschen, sagt eure Worte oder ein Teil davon. Der Shaitan soll euch aber nicht verleiten. Innama Sayyidullah. Der Sayyid, der wirkliche Sayyid, das ist Allah. Der wirkliche Sayyid ist Allah. Jedenfalls, als er das sagte und Umar radiallahu anhu das hörte, er hat das ja in einer großen Gemeinschaft und Ansammlung von Menschen gesagt. Da waren viele Menschen da und besonders in solchen Situationen, wenn du gelobt wirst, kann es sein, dass du dich in Bezug auf dich selbst verschätzt. Wenn man das aber so zwischen untereinander sagt und das keiner hört, macht das manchmal nichts aus. Aber wenn das dann in einer Gesellschaft und Ansammlung von tausenden Menschen gesagt wird, dann kannst du denken, da muss schon was dran sein. Ne? Deswegen lobt er nicht. Also, und das führt dann halt zu Defiziten. Das führt zu Krankheiten im Nafs, zu Kibr, zu Hochmut, Selbstverschätzung, Arroganz und derartiges. Und Umar radiallahu anhu kennt sowas und wusste, wozu das führen kann. Und er hat dann eine ausgeholt und ihn mit seiner Dirra einmal geschlagen. Der gelobt worden ist. Al-Jarud. Und dann sagte dieser Al-Jarud zu Umar, also sozusagen, was ist los? Was habe ich gemacht? Dann sagte er, hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Und dann sagte er, ich habe das gehört und was soll daran sein? Er sagte, ich hatte Angst und ich habe befürchtet, dass davon etwas in dein Herz dringt. Und darum wollte ich dich wieder ein bisschen runterholen. Sahih. Also wie gesagt, wenn man den Menschen lobt mit Khair, wenn man ihn mit derartigem Lob, dann kann es sein, dass er mit sich selbst zufrieden ist. Und das sollte der Mensch niemals sein. Du solltest niemals mit dir selbst zufrieden sein. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist, das bedeutet eigentlich sozusagen,
Das ist sozusagen der Punkt, wo man anhält und nicht mehr weitergeht. Solange du aber nicht mit dir selbst zufrieden bist, wirst du immer weiter daran arbeiten, dich selbst zu verbessern. Sag, hey, wenn du aber mit dir selbst zufrieden bist, gibt es nichts mehr zu verbessern. Denn man sollte ja eigentlich nur mit sich selbst zufrieden sein, wenn man sozusagen 100% des Kanal der Vollkommenheit erreicht hat. Ja. Und das ist die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, du hast deinen Freund oder deinen Komplizen geköpft. Wenn man tot ist, hören die Handlungen auf. Richtig? Deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, إذا مات الميت انقطع عمله. Wenn der Mensch verstirbt, kommen seine Taten zu Ende. Und wer mit sich selbst zufrieden ist, ist tot. Der wird auch nicht mehr handeln. Das ist die Bedeutung des Hadith. Wenn wir aber annehmen, dass die gelobte Person nicht in diese Defizite verfällt, weil wir das von ihm wissen, wir kennen ihn, wir wissen, der wird nicht mit sich selbst zufrieden sein, der wird nicht arrogant dadurch, der wird nicht hochmütig, dann ist das kein Problem. Dann sollte daran nichts Schlimmes sein. Daher, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst hat Menschen gelobt, Abu Bakr und Umar und Al-Ashaj ibn Qais und andere. Dann ist das legitim. Na. Jedenfalls sollte aber jemand, wenn er gelobt wird, sich in Acht nehmen vor diesen Defiziten des Al-Kibr al-Ujub und derartiges. Und das kann er nur, wenn er sich selbst wirklich kennt, wenn er weiß, was er ist und wo er steht. Und wenn er bedenkt, dass die lobende Person deine Realität vielleicht auch nicht kennt oder das meiste von dir gar nicht kennt. Na. No.